Deswegen wussten wir also hundertprozentig, diese Werke sind veröffentlicht worden. Und in seinen Autobiografien hat Telemann unter den gedruckten Werken, an gedruckten Werken habe ich verfertigt, so schreibt er. Und dann nennt er Fantasien für die Violine, dergleichen für die Gambe, die Flöte, jeweils ein Dutzend und drei Dutzend für das Cembalo. Und die für die Gambe fehlten uns. Wir hatten die Information, es gab die Werkverzeichnisnummern im Telemann-Werkverzeichnis und dahinter stand hinter jeder der 12 Nummern Lost. Das hat sich jetzt geändert, Gott sei Dank. Sobald ich diese Digitalisate hatte und Gott sei Dank diejenigen, die sie anfertigen mussten, denen konnte ich verständlich machen, warum das so brennt, warum ich es so schnell brauche, dass ich gar nicht warten kann. Ich glaube, sie haben von meiner Neugier und Begeisterung etwas gemerkt. Und als ich sie hatte und auf Papier ausgedruckt habe, dann habe ich sie hier auf diesen Notenständer gestellt und habe mich davor gesetzt und habe begonnen zu spielen.